Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 15. November. Wir besprechen heute den DAX, Dow Jones, Nasdaq, Tesla, Natural Gas, dann Öl, Weizen, wer ist das? Gold, Silber und Bitcoin. Ja, fangen wir mal mit der sterbenslangweiligen Woche im DAX an. Das war schon, ja, eine Quälerei. Wir haben zwar neue Allzeithochs gemacht und das frischeste am heutigen Freitag mit 16.122 Punkten, aber wenn wir uns mal die Schlusskurse anschauen, 16.46, 40, 16.67, 16.83, 16.94, das geht alles quälend langsam, ohne Dynamik, und was wir herauslesen können, ist, dass der Bereich um 16.100 noch immer umkämpft ist, und wir haben auch nicht oberhalb geschlossen, keinen Tag in dieser Woche. Und ich weiß nicht, ob ich es im letzten Wochenendausblick gesagt habe oder im Tagesausblick. Ich meine, es war der Tagesausblick, den ich gepostet habe, dass wir ja drei große Call-Positionen haben, deren obere Begrenzung oder deren größte Position oben die 16.100 ist und das möglicherweise die Stillhalter, denn am nächsten Freitag haben wir kleinen Verfall, etwas dagegen haben, dass wir über die 16.100 laufen, denn diese Positionen müssen dann ja ausgezahlt werden. Ob das so ist, werden wir Montag sehen, gehe ich heute nicht weiter drauf ein. Wir können aus diesen Zahlen auf jeden Fall ablesen, dass der DAX sich gerne oberhalb 16.000 halten möchte, dass er immer wieder im Bereich 16.100 eins auf den Schädel bekommt und dass er, was die Tiefs angeht, ebenfalls bemüht ist, die 16.000 zu halten. Da haben wir im Tief nur einmal am Mittwoch bei 15.985, also 15 Punkte unterhalb, ein Tief unter 16.000 gemacht. Das heißt, der Bereich um 16.000, 16.100 bleibt wichtig. Die Differenz zum Vorwochenschlusskurs 16.054 ist mit 39 Punkten Zugewinn dann eben bei 16.094 gelandet. Der Pivotpunkt am Montag bei 16.093, der kommenden Woche bei 16.067 und der des Monats November verbleibt bei 15.429. Und gegenüber dem Schlusskurs des Oktobers haben wir noch immer 405 Punkte Zugewinn. Ja, dann gucken wir mal in den 4-Stunden-Chart hinein. Habe ich im Tagesausblick ja auch gemacht, weil ich, habe glaube ich in der letzten und vorletzten Woche gesagt, bei bedeutenden oder perfekten oder schönen Wolf-Wolfs wird der Kurs in der Regel sich noch eine Zeit lang an der grünen Ziellinie aufhalten. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann haben wir da einen Wochenbeweis sozusagen, nicht? Also, tja. Ob das Ding jetzt noch irgendwie Bedeutung bekommt am Montag, weiß ich nicht. Was wir wissen, die Ziellinie der abgearbeiteten Wolf Wave, denn hier hat sie am Donnerstag ihr Zielpunkt genau erreicht, liegt bei 16.118. Da kann man mal so mit einem halben Auge drauf schielen. Ja, womit haben wir uns in dieser Woche beschäftigt? Das hier ist der Freitag und hier beginnt der Montag. Also alles, was aus dieser Woche mitzunehmen ist, oder fast alles, zumindest in den kleineren Zeiteinheiten, ist, dass wir es hier mit einem aktiven Broadening-Top zu tun haben. So ein Broadening-Top darf sich bullisch auflösen und es darf sich auch bärisch auflösen. Das Einzige, was wir brauchen, ist einen Schnabel, der sich öffnet, um da mal eine Metapher zu bemühen, und dass wir von 1 bis 5 zählen können. Das können wir 1, 2, 3, 4, punktgenau mit 2 M15 Kerzen die 5 gemacht. Dann ging es wieder runter, tja. Der Aktivierungspunkt, also die 5, war an der 16.116 und die 4 wurde an der 15.986 gemacht und deshalb konnten wir eben auch nach der Aktivierung die Ziele errechnen. Also das Ding ist aktiv, oberhalb 16.116 und bestätigend oberhalb der oberen Trendlinie wäre das statistische Ziel 16.193, das 100% Ziel 16.236. Sollte der DAX sich unter die 4 der Formation bewegen, bei 15.986, dann könnte
bestätigt würde auch das eigentlich durch die Trendlinie, aber wir sind hier einfach durch diese lange Seitwärtsphase mit der unteren Trendlinie schon unterhalb oder ja, fast unterhalb, werden wir es zumindest am Montag sein, des statistischen bärischen Zieles 15.933 und 100% Ziel 15.861. Bedeutet also, sobald wir über die 16.116 laufen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch die 16.129 herausnehmen und diese Ziele anlaufen. Und sollte DAX zurückfallen, da können wir ja die 15.986 als Gradmesser nehmen, dann wird es wahrscheinlicher, dass er dieses Broadening Top bärisch abarbeitet. Ja, das mal dazu. Im Stundenchart die Doppelfibozone, ich habe hier den Schnabel nochmal reingemalt und nehme ihn jetzt raus, damit das deutlich wird, sind wir im Grunde zwischen den Welten. Nicht? Wir haben diese Doppelfibozonen, die haben sich ja in der Vergangenheit also mehrfach und perfekt bestätigt. Die basieren eben auf zwei verschiedenen Fibonacci-Strecken. Die eine beginnt bei 14.422, tief 23. Februar. Die andere auf dem wichtigen Doppelboden vom 23. und 26. Februar. Und sie haben alle als 100% oder die beiden haben als 100% Marke das alte Allzeithoch 15.538. Ja, wir sehen hier mit diesem Dip nach unten, den wir am Mittwoch gemacht haben, 15.89 die 123er Extension, der einen Fibo 15.964 die zweite, das ist verteidigt worden, nachdem wir an dieser Doppelfibo-Zone vom 2.11. bis zum 3.11. regelmäßig gescheitert sind. Per Gap ging es drüber. Das könnte ein Abschiedskuss gewesen sein. Das müssen wir schauen. Aus Doppelzonensicht ist es jedenfalls aktuell so, dass wir uns im Niemandsland bewegen. Das heißt, DAX muss entweder unter diese Zone oder über diese Zone. Und dann haben wir neue Ziele vor Augen. 16.227, 16.254 ist auch in den meisten Charts zu erkennen. Also diese Marken kann man sich merken, denn diese Zone dürfte dann mittel- oder auch langfristig, je nachdem, zu dieser führen oder diese eben zu einem Backtest der 15.538. Der 2-Stunden-Chart zeigt die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Schulter, Kopf, Schulter und eine schiefe Nackenlinie. Wir haben hier einen tieferen Abschiedskuss gesehen. Die MOB-Marke 15.810 ist übersprungen. Ja, nun hängen wir hier, da ist das Ex-Allzeithoch 16.030. Wir haben hier also in dieser kleinen Zeiteinheit als nächste Ziele das statistische Ziel dieser ISKS bei 16.177 und das 100% Ziel bei 16.420. Eingebettet in diese grüne Zielzone dieser ISKS haben wir noch die 123.6 Fibo-Ausdehnung aus dem Tageschart, 16.316 und die eben gezeigte Fibo-Zone, die oberhalb des Kurses liegt. Was können wir noch sagen? Wir haben, ich kann es hier schlecht einzeichnen, wir haben hier eine bullische Insel gemacht. Hier ist ein Gap und hier ist ein Gap. Diese bullische Insel hat sich hier fortgesetzt und aktuell sind wir hier auch wieder in so einer Insel. Das bedeutet, zumindest mal aus dieser Sicht heraus, wann immer wir mit einem Gap zur Oberseite starten, das nicht geschlossen wird, können wir eine nächste Blase zur Oberseite erwarten oder einen nächsten Lauf zur Oberseite und damit dann eben auch diese Ziele abarbeiten. Geht der DAX per Gap zur Unterseite weg und läuft an die 15.960, macht dieses Gap also zu. Ich weiß nicht, ob es genau 15.960 sind, schauen wir gleich mal nach. Macht er dieses Gap zu und lässt dieses hier oben offen, dann hätten wir eine bärische Inselumkehr. Also insofern wird das ganz interessant sein, ob wir am Montag, ich sag mal, so weitermachen wie in dieser Woche, was nicht ausgeschlossen ist. Wir haben am Freitag kleinen Verfall. Ich hoffe nicht, dass die Stillhalter sich hier irgendwie schon eingerichtet haben und aufgrund des geringen Volumens in der Lage sind, die Kurse eine weitere Woche zu deckeln. Denn nochmal so eine Strecke, das wäre schon wirklich nervtötend. Ja, also insofern schauen wir mal, ob wir am Montag oder am Dienstag per Gap zur Ober- oder zur Unterseite gehen und ob dieses Gap dann geschlossen wird. Falls nicht
und es geht zur Oberseite hinaus, ist zu erwarten, dass wir einige dieser Ziele, möglicherweise auch alle, abarbeiten, zumal dann eben auch diese drei großen Call-Positionen, oder vier sind es, ins Geld laufen. Das könnte die Stillhalter dazu bewegen, diese Positionen zu hedgen, und dann käme man recht schnell in diesen Bereich. Oder aber die Stillhalter schaffen es, den DAX unter 15.950 zu drücken, da liegt die unterste Call-Position, und dann könnten die Kurse doch schon etwas eingedämmt werden. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Im 3-Stunden-Chart haben wir weiterhin das große aktive Descending Broadening Wedge mit der 1, der 2, der 3, der tiefen 4 und der 5, und das hat deutlich höhere Ziele. Die liegen nämlich bei 16.914 und 17.121. Solange die obere Trendlinie dieses DBWs hält, aktuell 15.100, runden wir mal auf 92 und fällt alle 3 Stunden ein oder zwei Punkte. Solange diese obere Trendlinie hält, ist zumindest über die Zeit ein Lauf zur Oberseite anzunehmen, und das können dann eben die eben gezeigten Ziele aus dem 2-Stunden-Chart sein. Es können dann aber, wenn irgendwelche Wunder passieren, Pfizer die perfekte Corona-Pille herausbringt, die uns alle immunisiert oder Krankheitsverläufe eindämmt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir zur Oberseite laufen. Im Tageschart sehen wir diese letzten 2, 4, 6, 7 Handelstage knapp über dem Allzeithoch, 16.030, die 100% Marke. Hier ist das Gap genau, 15.940. Schauen wir mal, was daraus wird, nicht? Ich meine, wir haben hier diese ISKS-Ziele, die ich ja schon zeigte, 16.177, 16.420, hier oben wären die großen Ziele des Descending Broadening Wedge. Das ist natürlich ein Stiefel bis zur Oberseite. Aber, solange er sich oberhalb der 16.000 aufhält und hier nicht in diesen Bereich zurückfällt, also unter 49, 59, das wird sich auflösen müssen, nicht? Und die Richtung ist wirklich aus meiner Sicht offen. Ja. Gut, also ist klar, 16.030 achten besonders eben auf Schlusskursbasis, und wenn wir das Gap schließen und nicht Standepede wieder zur Oberseite ziehen, dann ist damit zu rechnen, dass wir in Richtung des Verfalls zur Unterseite laufen. Im Wochenchart eine mögliche Figur, die bei einer Entwicklung zur Oberseite entstehen könnte. Das ist ein sogenanntes Right-Angled Broadening Wedge. Das hat eine waagerecht verlaufende untere Trendlinie. Das sind ja die beiden Tiefs, die wir gemacht haben, bei 14.816 und 14.818. Und wir könnten hier schon eine Steigungslinie annehmen, und so ein Right-Angled Broadening Wedge hat eben auch 5 Punkte. Die 1 ist gemacht, die 2 ist gemacht, die 3, die 4 ebenso. Es stünde jetzt, sofern so etwas entstehen soll, die 5 an, die aktuell bei 16.477 verläuft. 16.477, das wäre knapp oberhalb dieses ISKS-Zieles. Und sofern das gemacht wird, also das ist ja ein Wochenchart, das kann, falls es sich zur Oberseite bewegt, auch noch 2, 3 oder 4 Wochen dauern, oder wenn es dann irgendwie Top-News gibt, aus welcher Ecke auch immer, kann das eben auch fixer gehen. Interessant ist dann eben einfach die größte innere Höhe, die wird dann von der 4 zur 5 berechnet, und falls so eine Formation zur Oberseite ausbricht, dann wird nach Bulkowski statistisch 67% der größten inneren Höhe zur Oberseite abgearbeitet, oder im bärischen Fall, sofern dann die 14.816 bricht, 40% der größten inneren Höhe zur Unterseite. Falls also irgendwann in dieser Woche, dann müsste DAX irgendwie so 370 Punkte zulegen, falls irgendwann in der kommenden Woche die 5 angelaufen wird, wie gesagt 16.477, dann könnte noch ein bisschen Spannung in den Laden kommen, entweder ein Rücksetzer oder eben bei entsprechender Newslage auch zur Oberseite weg. Und
Also diese Figur wird tatsächlich erst aktiv, wenn wir die 5 gemacht haben, nicht? Ja, dann sind wir mit dem DAX durch, gucken uns den Dow im 30-Minuten-Chart an. Da hatten wir ja eine aktive Wolf-Wave, hier ist die grüne Ziellinie, verläuft aktuell bei 15.880. Wie spät ist das jetzt? Es ist Punkt 9 Uhr. Und ja, Dow Jones hat noch ein Stündchen. Der hat hier, wo war das Tief? So im Bereich 35.920. Da hat er also wirklich mit 40 Punkten die Ziellinie verpasst. Ob er sie noch macht, weiß ich nicht. Er ist zur Stunde wieder über die Psychomarke 36.000 angestiegen und hat hier die 23er Konsolidierung der Aufwärtsstrecke gemacht. Die zeige ich gleich noch. Und diese Wolf-Wave bleibt gültig. Wir sind ja deutlich über den Apex rüber. Der war am Mittwochabend um 19.30 Uhr. Der Apex liegt bei 36.340, aber trotzdem der auf der Zeitebene überschritten ist, wird diese Wolf-Wave erst ungültig, wenn der Kurs wieder über diese Marke geht. Das heißt, solange das nicht überschritten ist, ist es durchaus möglich, dass er hier nochmal rumzinkelt und nochmal zur Unterseite läuft. Damit muss man gegebenenfalls rechnen. Der Stundenchart im Dow Jones zeigt uns eben eine Möglichkeit. Wir haben hier so eine Art Bullenflagge, also Anstieg, Konsolidierung, Gap drüber, die nächste Bullenflagge gemacht, zur Oberseite gelaufen. Diese Kerzen hier unten, die deuten mal zumindest darauf hin, dass es hier eine fallende Linie gibt, die in Anführungsstrichen vom Markt erkannt ist. An der oberen haben wir erst einen Auflagepunkt. Aber die 36.275, die ist ja nur 200 Punkte entfernt, sofern die überschritten wird, könnte sich hier eben erneut eine, oder übergapped, wie wir es hier gesehen haben, könnte sich eben eine weitere Anstiegsstrecke anschließen. Dann hätten wir in diesem Reigen bereits drei Bullenflaggen. Hinfällig ist das Ganze, wenn wir hier unten unter diese Linie brechen. Und ja, schauen wir mal, was sich da im Stundenchart tut. Im Moment sind ja die Bewegungen nicht so groß, als dass man sich wirklich jetzt irgendwie langfristig orientieren kann. Der 2-Stunden-Chart zeigt den Anstieg seit Tief vom 1. Oktober. 33.785, das Allzeithoch 36.565. Was haben wir jetzt an Marken? Wir sehen, dass bei 35.908 die kleinste Fibonacci-Konsolidierung 23.6 liegt. Die ist bis auf wenige Punkte erreicht worden. Sofern es jetzt also zur Oberseite geht und damit dann möglicherweise auch wieder in Richtung einer möglichen Bullenflaggen oberen Trendlinie läuft, wäre das bullisch zu werten, denn die kleinste Fibonacci-Konsolidierung, wenn die hält und die Kurse anschließend über das alte hochgehen, dann wäre das eine sehr bullische Konsolidierung. Alternativ, wenn er das nicht schafft, kann er natürlich auch zur 38.2-Konsolidierung laufen, bei 35.503. Dann würde er das Ex-Allzeithoch 35.630 anlaufen müssen und wir sehen, dass wir hier so eine Zone haben zwischen den 35.500 mal gerundet und den 35.630, die durchaus geeignet wäre, ihn zu stützen, zumal sie hier hinten schon eine Rolle gespielt hat, wenn wir uns hier anschauen, Anlauf, hier unten die ganze Zeit. Also, unter 35.900 müsste man sich darauf vorbereiten, dass es unter Umständen eben nochmal 400 Punkte tiefer geht. Die nächste Unterstützungszone hätten wir im Bereich 35.000, das sehen wir hier, das ist ja auch eine Psychomarke, und der gewichtigen 61er-Konsolidierung. Und das wäre dann eben auch der Bullen letzte Ausfahrt, sozusagen. Ansonsten die Ziele aus dem Stundenchart H3, oder die DBW-Ziele, das ist nicht H3, das ist der Tageschart, zeige ich gleich noch, die liegen eben etwas höher und da müssen wir schauen. Sobald er also das Allzeithoch herausnimmt und damit eben auch eine mögliche Bullenflagge aktiviert, ist es wahrscheinlich, dass er diese Ziele abarbeitet. Im Tageschart sehen wir das eben angesprochene Descending Broadening Wedge. Wir können es sauber von der 1 über die 2, 3, 4 zur 5 zählen. Ja, und ich habe im letzten Wochenendausblick, da hatten wir, glaube ich, hier oben einen Doji und im Tagesausblick habe ich eben gesagt, das könnte
ein Evening Doji Star werden, eine bärische Formation. Das hat sich ergeben, die besteht aus diesen drei Kerzen. Und sie hat eine gewisse Strecke gemacht, also vom Allzeithoch 36,565 im Tief 35,924. Das war ja schon ein bisschen was. Ob es das nun gewesen ist, das ist die große Frage. Hinfällig ist diese Formation erst dann, wenn das Allzeithoch herausgenommen wird, die Kurse also über diese Dreier-Topping-Formation laufen. Das kann so wie hier, wenn wir das einfach mal spiegeln würden und würden es für eine Seite umklappen, kann es natürlich jetzt noch ein oder zwei Tage in diesem Bereich herumzinkeln und dann runterlaufen und damit im Grunde so eine Art, das muss dann keine werden, aber so eine Art Schulter-Kopf-Schulterformation basteln. Das wissen wir nicht, wir kennen die Newslage nicht und keiner kann auch nur eine Sekunde in die Zukunft schauen. Was ich damit sagen will, ist, solange das Allzeithoch 36,565 nicht herausgenommen wird und die Kurse unter 36.000 laufen und schließen, darf man diese Zone 35,630, 35,500 zum Test nicht ausklammern. Und ich habe im Ausblick ja auch geschrieben oder gesagt, wenn Dow Jones unterhalb der 36.000 schließt und wir am Tag darauf Fortsetzung kriegen, dann wird ein Anlauf an diesen Bereich wichtig. Wir haben hier unter der 36.000 geschlossen, aber zumindest zur Stunde sehen wir keine Fortsetzung zur Unterseite. Im Zweitageschart des Dow Jones gucken wir uns mal ein paar Fibos an. Wir haben hier am 23.03. oder 24., das ist ja ein Zweitageschart, also jede Kerze zwei Tage, haben wir bei 18.230 das Tief gemacht, nachdem wir hier das Vor-Covid-Allzeithoch machten bei 29.568. Da sind wir ja hier herangelaufen und weiter durchgezogen. Wenn wir uns die 18.213 mal verdoppeln, dann landen wir bei der 36.426. Damit hat der gute Bursche 100% seit Covid-Tief zugelegt. Wenn wir hier mal rangehen, sehen wir das. Also es ist ein bisschen mehr als 100%, aber das ist schon eine gewichtige Marke. Und wenn wir dann mal die Fibonacci-Ausdehnung anschauen, hier ist ja das alte Hoch, das Tief, das heißt, das ist die 100 und die 0% Strecke, 123er Ausdehnung, 138er Ausdehnung und bei 36.585 die wichtige 161er Ausdehnung. Das kann bedeuten, dass der liebe Dow Jones im Moment einfach damit kämpft, dass er hier seinen Kurs seit Tief verdoppelt hat und die gewichtige 161er Fibo-Ausdehnung ihm im Wege steht. Ja, und das bedeutet einfach, sobald und auch erst dann dieser Bursche ein neues Allzeithoch macht, wäre ein weiterer Anstieg möglicherweise sogar in den Bereich 39.000 und höher wahrscheinlich. Bevor der kein neues Allzeithoch macht, kann sich diese Konsolidierung eben ausweiten. Aus dieser Perspektive heraus, wir sehen das hier in diesem Bereich, da hat es vielfache Unterstützung gegeben. Also der Bereich 33.900 wäre ein Auffangbereich, falls es hier tatsächlich noch einen Anschluss gibt. So, und wenn wir mal einzoomen und uns anschauen, wo dieser Kanal unter Seite aktuell verläuft, am Montag bei 34.760. Nasdaq im Stundenchart hat ja hier seit dem 4.10. einen schönen Aufwärtstrendkanal gemacht. Wir haben hier einen Auflagepunkt gehabt, hier einen, hier zwei oder drei, hier oben auch zwei oder drei. Ja, da ist er kurz zur Unterseite gesaust, hat, was diese Strecke angeht, die kleinste bullische Konsolidierung gemacht, 23.6 bei 15.968 und bemüht sich, er hat es hier per Gap probiert, fiel aber wieder raus, er bemüht sich wieder in diesen Kanal hineinzukommen. Wenn er es schafft, alles gut. Wenn er es nicht schafft, zumindest mal auf dieser Zeitebene, darf man mit einem Kanalabbau zur Unterseite rechnen und dann würde die 38er Konsolidierung im Bereich 15.665 in Betracht kommen.
Voraussetzung dafür wäre, dass er erneut unter die 15.968, die 23er Konsolidierungsmarke, fällt. Und wenn wir jetzt mal eine Etage nach oben gucken, das ist ja der Stundenchart und der Kanal oder beziehungsweise das Tief am 4.10. Wenn wir da mal in den Tageschart schauen, haben wir etwas Ähnliches, nur das beginnt nicht hier am 4.10., das ist der Kanal, den wir uns eben gerade angeguckt haben, sondern das Ding beginnt deutlich früher, nämlich am 5. März 2021. Wir haben 2,5 oder fast 3 blitzsaubere Aufsätze auf die untere Trendlinie, aktuell 14.000 und, oh Mensch, meine Augen, 841. Und auf der Oberseite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ganz viele. Es ist also kein Wunder, dass Nasdaq hier in diesem Bereich eins auf die Nase bekommen hat, denn das ist eine bedeutende Trendlinie, genauso wie es die untere ist. Die obere verläuft bei 16.557. Also auch hier müssen wir jetzt wirklich abwarten. Das ist ja ein Tageschart. Ob das hier so eine Art Bärenflagge wird. Kleine Sekunde. Ob das eine Bärenflagge wird, das heißt, wir laufen zur Unterseite, es gibt ein bisschen Erholung und dann kommt der zweite Schub nach unten. Oder ob es jetzt wirklich zur Oberseite geht und die obere Trendlinie dieses Kanals wieder angelaufen wird, die aktuell bei 16.557 verläuft. So nach, wenn Vergangenheit irgendwie in die Zukunft transportiert wird, dann sehen wir eigentlich, dass es jedes Mal, wenn es hier oben angedockt hat, irgendwann zumindest einen Rücklauf an die untere Kanalbegrenzung gab. Wenn das passiert, dann würde das den Nasdaq schon ein paar Federn kosten. So, Tesla gucken wir uns nur mal kurz im 4-Stunden-Chart an. Der Laden konsolidiert ja noch. Wenn wir die letzte Tiefstrecke nehmen zum Hoch, also vom 5.3.21 bei 5.39 hoch zum Allzeithoch 1.243, dann ist hier konsolidiert worden, fast bis auf die 38er Fibo. Es gab eine Erholung, aber die Rückeroberung der 23.6 bei 1.076 hat nicht funktioniert, jedenfalls zur Stunde noch nicht. Das sind also auf jeden Fall Fibonacci-Level, die, wenn sich diese Konsolidierung fortsetzt, beachtet werden müssen. Und ansonsten haben wir hier oben eine bärische Insel. Hier durch ein Gap abgetrennt und hier durch ein Gap abgetrennt. Das ist also eine Sache, die man ernst nehmen muss. Und besonders dann eben, wenn es auf Tagesbasis wieder Gap-Downs gibt und sich das fortsetzt. Ich weiß nicht, wie viele Aktien der Elon Musk noch verkaufen will oder wie sich irgendwelche Zahlen entwickeln, aber mir fällt so zum Beispiel dieses Gap hier ein, was durchaus mal geschlossen werden könnte. Dann würde es einen Rücklauf an die 50% Konsolidierung geben, 891,28. Natural Gas, da hatte ich in der letzten Woche ein mögliches symmetrisches Dreieck gezeigt und gesagt, wir haben die 1, die 2, die 3, die 4, es fehlt die 5 oben und die kam nicht. Ja, was soll man daraus machen? Das, was wir sehen, dass hier ein möglicher Doppelboden ist, ob der hält, weiß ich nicht. Das Dreieck können wir auf jeden Fall erstmal abhaken. Die obere Trendlinie hat Bestand und wenn wir die jetzt kopieren und schauen mal, ob sie hier hinpasst, dann sehen wir, wenn ich die Zahl da mal wegmache, dann sehen wir, dass sie da durchaus hinpasst. Das bedeutet, wir könnten hier entweder einen beginnenden Abwärtstrendkanal haben oder eine Bullenflagge, die, wann immer sich die Kurse jetzt zur Oberseite bewegen, die obere Trendlinie oder Flaggenlinie anlaufen könnte, um einen weiteren Aufwärtsschub hinzulegen. Das ist offen. Ein guter Anhaltspunkt im Moment ist eben dieser mögliche Doppelboden, wenn der gebrochen wird. Da kann man noch ein bisschen Toleranz walten lassen zur unteren Linie. Aber geht es auch hier hinaus, dann haben wir es möglicherweise mit einer Schulterformation zu tun, deren Nackenlinie dieser Doppelboden ist. Und dann könnte bei Bruch tatsächlich auch mal easy
ja, dieser Bereich angelaufen werden. Also, ja, schauen wir mal, ob der Doppelboden hält oder ob er sich als Nackenlinie einer SKS-Formation entpuppt. Das Rohöl Brent im Wochenchart. Tja, das erste Ziel 86,65 ist ja bis auf wenige Cent angelaufen worden. Und ja, ob das eine Konsolidierung wird, so wie hier ein bisschen Rücklauf und dann der nächste Schub, weiß ich alles nicht. Solange die 3 hier überwunden bleibt, da ist ja lange gekämpft worden, 71, 07 zwar, aber die 07 ist nicht wichtig. Solange die 71 überwunden bleibt, ist es durchaus realistisch, dass wir irgendwann noch über die 1 gehen und dann die beiden Ziele bei 114 und 125 anlaufen. Im Tageschart ein Kanal, ein Auflagepunkt, ein Auflagepunkt, hier einer und hier einer. Das heißt, wann immer wir zwei Auflagepunkte haben, können wir Linien bilden und dann haben wir einen validen Kanal. Ist genauso offen wie das, was ich eben im Wochenchart zeigte. Das muss ich jetzt entweder weiter zur Oberseite dieses Kanals begeben, 93,42, oder eben die Unterseite anlaufen und testen bei 69,38. Und solange das nicht passiert, passiert eben auch nichts. Weizen hatte ich ja eine aktive Wolf-O-Wave eingezeichnet und ich glaube am letzten Freitag waren wir wieder im Keil drin. Da habe ich gesagt, aufpassen, wenn die untere Keiltrendlinie bricht, dann könnte die Ziellinie angelaufen werden. Ich habe jetzt mal den Überschussbereich mit reingenommen. Diese Wolf-O-Wave endet am 29.12. und der Überschussbereich, also die hohe 5, bildet sich ja, indem man die untere Keiltrendlinie nimmt und hier an die 3 legt. Das bedeutet, bis in den Bereich 8,83 darf Weizen weiter steigen. Und dann müssen wir uns mal schauen, falls diese Aufwärtsbewegung sich fortsetzt, ob diese Linie erkannt wird. Wenn sie erkannt wird, wäre das ein gutes Zeichen. Ansonsten, die obere Keiltrendlinie 7,94,90. Und wann immer die gebrochen wird, Obacht, dann könnte es zur Unterseite marschieren. Das ist der liebe Goldchart mit einem, ja, mindestens mal Doppeltop an der 1868. Die Wolf-O-Wave haben wir ja schon lange auf der Uhr gehabt und auch vielfach besprochen. Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Dieser Bereich aus den letzten Hochs am 11.10. am Mittwoch sauber überwunden. Ja, und hier wird versucht, einen Deckel zu bauen. Charttechnisch gibt es dafür keinen Grund. Also jedenfalls sehe ich in der Vergangenheit nichts, was darauf deuten würde. Die Ziellinie bei 1911 und wann immer Gold diesen möglichen oder dieses mögliche Doppeltop bricht, dürfte sich das dann auf den Weg machen. Die Wolf-O-Wave ist auf der Zeitebene natürlich lange zu Ende. Der Apex lag am Mittwoch, dem 13.10., aber da zu dem Zeitpunkt die Kurse oberhalb der 1738 waren, bleibt sie gültig. Ja, und solange dieser Bereich 1835 bis 1830 nicht bricht, gehe ich davon aus, dass die Ziellinie angelaufen wird. Im Wochenchart haben wir ja noch dieses fallende Dreieck 1, 2, 3, 4, 5 auch schon diverse Male besprochen. Und da haben wir zumindest mal auf Wochenbasis einen sauberen Ausbruch über die 38er Fibo-Marke 1837. Ich hatte, glaube ich, im letzten Ausblick auch gesagt, es wäre eigentlich eine feine Sache, wenn er in dieser Woche diese beiden Linien, er hat ja lange genug gewartet, nicht? Wie oft ist der hier an die 38er gelaufen, klatsch runter, nochmal die 5 gemacht, nochmal die 38er. Und ich sagte, perfekt wäre es eigentlich, wenn er diese beiden begrenzenden Marken mit einer Kerze abfrühstückt. Also Gold hat's getan im Moment. Und wenn es dabei bleibt, ist 1928 das nächste Ziel. Auch da haben wir an der oberen Trendlinie, ebenfalls an der oberen Trendlinie dieses fallenden Dreiecks bereits zwei Hochs gemacht. Also 1928 wäre das nächste Ziel und dann das
Allzeithoch 2075 und sofern sich diese Sache hier dann wirklich ausspielt, statistisches Ziel 2177, 100% Ziel 2322. Daumen drücken für die Goldbugs. So, dann haben wir Silber. Silber hat eine perfekte bullische Wolf-Wave gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Schönen Unterschuss, raus. Nochmal ein Rücksetzer. Und ja, besser geht's nicht, ne? Für die Puristen jetzt nochmal. Diese Keillinien, die dienen nur zur Orientierung. Ich habe in meinem Videokanal, da müsst ihr sonst mal nach unten scrollen, ein Lernvideo zu Broadening, Wedges und Wolf-Waves gemacht. Wichtig ist eben einfach so eine Wolf-Wave, in diesem Fall ein fallender Keil, der sich bullisch auflöst. Er muss ein Tief machen, ein Hoch, ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch und nochmal ein tieferes Tief. Das ist hier der Fall. Insofern sind diese Überschneidungen vollkommen unwichtig, denn es geht hier nur um das Hoch, um das tiefere Hoch und hier eben um den Bruch der Keiltrendlinie. Und dort wurde die 4 gemacht, nachdem hier, also die 4 oben, nachdem die 3 unten gemacht wurde. Gut, auf jeden Fall eine wunderschöne Wolf Wave und ein paar Prozente waren das ja auch. So im Bereich 18,5%, 18,6%. Im Tageschart hat sich da noch eine, haben wir auch in der letzten Woche besprochen, eine mögliche, nicht eine mögliche, sie ist aktiv, eine inverse Schulterkopf-Schulter ergeben. Deren Nackenlinie habe ich jetzt mal angepasst. Ich habe da ein bisschen unsauber gezeichnet. Also neue Nackenlinie 24,88. Ja, und wir haben im Blog, also für den Laserstream und auch für die Premium-Leute, haben wir ja so ein schönes Teil hier, einen Formationsrechner. Da kann man die wichtigsten oder die schönsten Formationen ausrechnen. So, und das hier ist eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Das können wir mal gleich gemeinsam ausrechnen. Punkt 1 soll die Nackenlinie sein, das ist 24,88. 24,88 und das Tief ist da 21,42 und dann berechnen wir das. So, das heißt, wenn diese inverse Schulterkopf-Schulter-Formation ausspielt, haben wir ein statistisches Ziel bei 27,34 und ein 100%-Ziel bei 28,34. Dann kommen wir schon oder kämen wir schon in die Nähe der oberen Begrenzung dieser elendig langen Seitwärtsrange. Im Vierteljahreschart, also jede Kerze 3 Monate, habe ich ja im letzten Ausblick, glaube ich, auch gezeigt, logarithmisch angelegt, haben wir einen möglichen steigenden Kanal mit einer Mittellinie bei 27,44, die ich aufgrund dieser 4-5 Kerzen, jede Kerze 3 Monate, für wichtig halte, so wie sie hier wichtig war und auch schon hier in diesem Bereich. Also mir ist schon klar, 78,87 ist ein hehres Ziel, aber wir wissen eben, das Ganze ist langfristig und für mich interessant, weil das liegt doch schon in greifbarer Nähe, die 27,44 auf Quartalssicht, das heißt, diese Marke hat Gültigkeit bis Ende des Jahres. Schauen wir mal, ob es da drüber geht. Wäre ganz interessant. So, und dann haben wir zum Schluss noch Bitcoin. Ja, da hatte ich im letzten Ausblick so eine mögliche Bullenflagge eingezeichnet. Und dann macht Bitcoin hier am Montag einen riesen Knall und setzt sich oben auf die Flaggenbegrenzung und läuft nochmal runter und macht einen Doji genau an der 100% Fibo-Marke und nochmal einen Abschiedskurs daran. Also was das jetzt wird, weiß ich nicht. Wenn das keine Flagge bleibt, kann es, das wäre für die Bitcoin-Jünger nicht so schön, könnte es eine Wolf-Wave werden, wo wir die 1, die 2, die 3 und die 4 haben. Der Trost wäre, es würde die 5 auf der Oberseite fehlen. Diese mögliche, kann ich ja noch nicht sagen,
diese mögliche obere Begrenzung aktuell 69,247. Wenn das eine Wolf-Wave wird, könnte es danach einen Abwasch geben, der also deutlich tiefer führt. Aber wie gesagt, erst gültig, wenn wir wieder auf die 69 laufen. Und das sind ja auch nochmal wieder irgendwie 5000, die dann da oben zukommen müssten. Also wie dieser Knoten sich auflöst, müssen wir abwarten. Bullenflagge und Abzinkeln nach oben ist möglich, aber genauso gut auch die Bildung einer Wolf-Wave. So, und im Wochenchart, meine ich, habe ich auch im letzten oder in den letzten verschiedensten Ausblicken gesagt, wir haben hier einen Zielkorridor, der kritisch ist und der liegt zwischen der 67.000, die ist hier in der Woche vom 18.10. perfekt angelaufen worden und der größten Fibonacci-Ausdehnung, die ich so auf dem Zettel habe, die 423er bei 73.572. Und dabei bleibt es auch. Da muss der Bursche entweder drüber, also über die 73,5 und dann wirklich Gas geben. Dann ist eben auch hier im Tageschart sowas möglich. Ziellinie aktuell bei 96.000. Und solange es eben über diesen Bereich nicht drüber geht, ist das Ganze Korrektur gefährdet. Ja. So, und dann will ich nochmal kurz etwas sagen. Ich plane an einem der nächsten verregneten Wochenenden nochmal ein Lernvideo. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also beides zusammen, das wird mir zu lang. Entweder ich spreche mal über Fibonacci und wie man mit Fibonacci auch eine ganz schräge Zielberechnung machen kann, wofür Fibonacci eigentlich gar nicht gedacht ist, aber ich glaube, ich habe da irgendwie was recht Interessantes gefunden. Also entweder ich mache ein Video über Fibonacci, wie man sie anlegt, wie man Rückläufe anlegt, wie man Doppel-Fibo-Zonen bildet und wie man eine Zielbestimmung machen kann, ohne dass man mit dem Hoch und dem Tief arbeitet. Oder zweite Möglichkeit, ich rede mal über ein bisschen Money Management. Wo finde ich einen Einstieg? Wo muss ich den Stopp setzen und wo muss ich meinen Take-Profit hinlegen? Auch eine Sache, die wahrscheinlich wichtig ist. Also, wer Interesse an einem dieser beiden Videos hat, schreibt einen kurzen Kommentar. Entweder Fibonacci oder Zielbestimmung, genauso nennen wir das mal Zielbestimmung. Und dann werde ich munter zählen und das, was dann am meisten Zustimmung findet, da werde ich mich dann die nächsten ein oder zwei Wochen, wann immer hier mal ein verregneter Tag ist, hinsetzen und daraus mal ein Video basteln. Ja, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch freue ich mich immer und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Bis dann und tschüss, tschüss.